Moin Moin ihr Betting Ladies und herzlich willkommen zurück bei Battlefield 1, diesmal nicht allein, sondern mit dem Baron, dem gefürchteten Medic, Hatapatata alias Prolu Gaming, unserem farbigen Scharfschützen und mir, dem Hexer Fritz, in geheimer Mission. Und ja, wir spielen mal endlich zusammen auf Amiens, auch wieder eine Base Map, weil natürlich der Season Pass nicht bei allen so unbedingt wahrscheinlich ist wie bei mir. Das ist korrekt. Warum sagt mir das keiner? Und ich wurde schon wieder erschossen. Und nein. Ich bin wie in einem anderen Team. Nein. Das N-Wort wird hier nicht gesagt. Das werde ich nicht tun. Ich habe doch nichts Dingsbums gesagt, sondern Schwarzer. Ja, der Baron war dabei, eine Aussage zu tätigen, die ich kenne. Nein, wird der Baron nicht. Die ganz. Nein. Deswegen habe ich die Aussage ja nicht zu Ende geführt. Bam! Ich würde getötet. Der Baron lebt auch nicht mehr lang. So. Steht unter Feuer. Hinter dir sind ungefähr alle Gegner dieser Welt. Ja. Ja, aber da oben. Das war dafür, dass ich nicht bei euch im Team bin, Jungs. Na, das warst du? Ja, ich töte euch die ganze Zeit. Rache ist blutig. Ich bin gerade eben das erste Mal gestorben, also erzähl keinen Schaden. Das war ich, sorry. Ja, das nehme ich dir übel. Warte, ich bin gerade in perfekter Position hier. Ihr könnt, wenn jetzt noch jemand bei mir joinen würde, ja, dann wäre das. Arsch. Ich wurde in der Luft erschossen. Arschaffen geil. Nee, ich konnte gerade nicht bei dir joinen. Ja, da waren zu viel. Da standen noch zu viele Gegner rum. Das kann ich schon einigermaßen nachvollziehen. So, jetzt muss ich mal kurz. Hier an mein Mikrofon. Weil ich bin nämlich ganz schön saulaut. So, jetzt dürfte es besser sein. Die Medics reviven mal wieder nicht, die machen ihre Arbeit mal wieder nicht. Sehr schön. So. Der hat aber Tata. Ich wurde gezwungen, in den Krieg beizutreten. Ich wollte gar nicht. So. Geben wir ihm mal von hinten ein bisschen Saures. Sauer. Oh, der Baron kann mich wiederbeleben. Indem er auf meine Leiche klickt. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, immer gerne. Für irgendwas muss der Baron ja auch gut sein. Ah, das stimmt. Auch wenn er keine Ahnung von dem Spiel hat. Das macht nichts. Einfach auf den Gegner zielen und schießen. Ich finde es aber super, dass du keine Ahnung hast, dann bin ich nicht ganz so allein. Ja. Ich kann dich doch nicht allein in den Krieg schicken. Oh, ich find's cool, ein Österreicher bei den Deutschen im Krieg. Und ich habe nicht mal angezettelt. Sehr gut. Baroni, bleib einfach bei dir. Ich mach, was du machst. Ja, ich. Also sterben zu. Ah, fick. Ja, bisher ging es eigentlich bei mir. Ja, Baron ist bisher auch genauso oft gestorben wie ich. Und hat genauso viele Kills wie ich. Ah. Oh, fuck, jetzt bin ich überfahren worden. Aber hatte gerade so viel Spaß am Boden, weil mich Rev wiederbelebt hat. Hatte ich gerade so viel Spaß am Boden mit meiner Pistole. Das könnt ihr euch nicht ausdenken. Ich brenne. Nein. Wenn du brennst auf dem Boden liegen mit Y, dann brennst du nicht mehr so lang. Ja, das geht eigentlich bei uns. Ja, hier, nimm noch mal ein bisschen Heilung. Oh, Freunde, wenn ihr nicht alle immer despawnen würde, dann wäre das so ein schönes, entspanntes Spiel. Shit. Da hat mich die Granate erwischt. Ey, ich wurde wiederbelebt. Cool. Ja, schreibt dir diesen Tag im Kalender bitte rot an. Weil das ist nämlich. Ich muss mich persönlich bedanken.
Das ist nämlich eine Seltenheit, dass Menschen, die dieses Spiel spielen, tatsächlich nach ihren Rollen spielen. Ja, deswegen spiele ich Sunny, weil dann. Dann habe ich wenigstens eine Aufgabe. Ich spiel auch immer meine. Hab ich wenigstens eine Aufgabe. Ja, dann kann ich Leuten, die das Spiel vielleicht besser können als ich, ihr Leben schenken und dafür meins wegwerfen. Ja, mach's mal kurz die Party aus, ob ich schaff's zu euch zu kommen. Tja! Mein erster Kill! Nee, scheiß mich an. Du spielst doch Sniper. Ja eben. Wie? Kannst du da nur einen Kill haben? Weil mir ein scheiß Auskill. Ich müsste mal die Feinde sehen, dann könnte ich sie auch erschießen. So wie jetzt. Ich muss ja immer in Bewegung bleiben, sonst heißt es blöder Camper. Quatsch. Das ist Battlefield, das ist ja hier nicht Call of Duty. Ja, bei Call of Duty wäre er schon längst abgestürzt. Der Baron kann mich holen. Ja, ich hatte aber gerade noch Feindkontakt. Was Wichtigeres zu tun, oder was? War schön. Ja, stimmt. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich wollte mein Leben gegen das von jemandem tauschen, der es besser kann. Da habe ich mich natürlich mal wieder gleich nicht dran gehalten. Das ist ja ganz normal. Sehr gut machst du das. Nein! So, ja. Und wiederbelebt. Jawohl. Also ich muss schon sagen, die Leute, die hier spielen, haben nicht holen, nicht holen. Ahnung. Ja, ich hab nicht. Ja. Ey, Hatta Patata, du bist gar nicht so schlecht, Herr Prolo. Du bist Platz 22 von 32. Ey, cool. Mhm. Und es gibt einen mit Rang 91, ja, der ist auf dem vorletzten Platz. Also bitte, mach dich mal, verkauf dich mal nicht so unter Wert. Oh, wir sollten vielleicht. Stapeln, ne? Wir sollten vielleicht auf C gehen, weil sonst brechen sie uns das Knack. Das Knack! Ja, wenn du mal kannst, kannst du auch kurz die Party aufmachen. Oder den Trupp kurz. Oh, Gas! Fuck! Oh, krass! Der hat uns jetzt alle umgebracht, Alter. Jetzt drei Kills auf einmal gemacht. Weil ich soll die Party aufmachen. Hab ich da gerade gehört? Das Spiel hat mich rausgeschmissen aus eurem Trupp. Das ist scheiße. Spiel. Warte. Warum macht das Spiel sowas? Squads offen. Warum macht das Spiel sowas? Sag Bescheid, wenn du drin bist. Ich bin drin, ja. Ja, ist das keine berechtigte Frage? Doch. Ich find's einfach cool, so ganz laut. Warum macht das Spiel sowas? Ja. Ach, shit. Battlefield mag mich nicht. Only. Oh, das will ich so nicht sagen. Doch, es ist so. Na, du bist doch ein ganz netter. Manchmal. Vielleicht mag Battlefield keine netten. Das stimmt. Ich hab gehört, Battlefield steht auf Fette. Dann müsste es mich lieben. Ja, dann hast du mich bestimmt. Deswegen spiele ich auch immer perfekt meine Rolle. Der Dicke, der einfach reinläuft und die Dampfwalze spielt. Oh, fuck. Ah, ich habe ja den Baron dabei. Sniper ist oben in diesem Häuschen. Oben in diesem Häuschen? Ah, ja. Ja, ich sehe ihn. Ne, ist noch. Fuck. Da oben. Palmali räumt auf. Sniper down. Ja, down. Sehr gut. Ja. Ah, wo geht man hin? Lass mal auf B pushen. Ja, von B. Achtung, in den kaputten Gebäude sitzt einer. Ah, fuck. Hinter, ja, da sind mehrere drin. Mhm. Ja, da ist der Durchgang. Da kommen sie jetzt raus, alle. Aber sieht gut aus. Wir haben 100 Punkte Vorsprung. Können wir uns schon ein paar Fehler leisten. Aber lass mal lieber dann doch auf. Ah, ich weiß gar nicht. D ist, glaube ich, wichtiger gerade im Moment. Hatta Patata, du bist wieder Squad Leader. Bin ich? Ja, offenbar. Das gemacht. Ich weiß es nicht. Ich wollte diese Macht gar.
Was hast du? Über einen Österreicher an Adminrechte über einen deutschen Squad. Ich finde das gut. So, komm ich mal. Du sagst, ich bin wieder Squad-Leader. Bei Mali, bist du durchs Feuer gestorben oder? Ja, ich bin mit einem HP durch das Feuer gestorben. Yep. Ja, weil ich war hinter dir. Ich wollte dich darauf hinweisen, dass ich dir Leben geben könnte. Aber das ja, war nee, das ist kein Problem. Ich wollte sowieso Versorger. Ach so. So, wo sind sie denn, die Schweinchen? Hinter uns bei B. Ui, deutscher Panzer. Ui, Hilfe. Memo an mich selbst, leg dich nicht mit einem Panzer an. Ich bin gerade Elite-Klasse. Warte, ich geb dir ein bisschen Munition. Geil. Heilung wäre auch nicht verkehrt. Ja, ah, shit, na. Das war dumm. Ach man! Dann komme ich mal in eure heitere Runde. Ja, gerne. Könntest du mal in meiner Nähe bleiben, weil ich brauche immer mal wieder Heilung, weil ich nur im Nahkampf effektiv bin? Jo. Ich bin dein Leibarzt. Sehr gut. Achtung, Panzer auf B. Richtung B. Von wo aus? Richtung. Oh ja, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Oh, Ich gehe mal mit auf A. Wenig Munition, Prolo? Nö. Da ist ein Artillery Truck. Ich schmeiß dir da schon mal. We have lost objective Freddy. Oh. Hinter uns, Prolo. An der Artillerie. Spät. Ach shit. Kommen. Bist du? Ja, ich bin schon down. Ich hab mich schon wieder mal gestartet. Okay. Boah, krass, Alter. Ich bräuchte mal Munition dringend. Hier ist Leben auf jeden Fall schon mal. Danke. Geil. Sehr schön, ja. Jetzt habe ich auch mal hier die Elite-Klasse ein bisschen ausgespielt. Ich wusste gar nicht, dass man damit auch leicht die Fahrzeuge in die Knie zwingen kann, aber es funktioniert. Kann man auch mal machen, ne? Vorsicht, Sniper. Ja. Sniper auf der Brücke bei C. Auch in dem weißen Haus. Ja. Erster Stock. Lass mal durch dieses Haus durchgehen. Weil da bin ich genau in meinem Element. Da bin ich in meinem Element. Ihr müsst, ja, weil kurze enge Gänge. Ihr müsst bloß aufpassen. Links von euch ist noch ein Medic. Wartet mal auf mich, bitte. Ja. Weil ich bräuchte mal ganz dringend Hilfe, Heilung. Ja. Passt schon, alles gut. Danke. Alles gut, Jungs. Ja. Das war der Sinn der Übung. Ich habe irgendwie Respekt vor Feuer hier. Mhm. Ist das mit Teamschaden oder? Ne, ist ohne. Ja, zum Glück. Okay. Ah, fuck, ich bin down. Ja, trotzdem habe ich irgendwie Bedenken, in ein brennendes Gebäude reinzurennen. Es kann mich auch, glaube ich, keiner reviven, aber das war geil, weil ich habe, glaube ich, 10 Kills jetzt mit dem Vex gemacht und uns den Weg gut geebnet. Ach shit, ey. Deswegen bin ich auch gleich wieder da, bei euch. Schön, dass wir das auf der
Ah, fuck! Wieso spawn ich denn? Hinter euch kommt Gegner. Hinter euch. Ja, fuck. Die haben gegenüber im Haus gelegen. Ja. Und ich komme auch, ich bin auch richtig reingespawnt. In die Gegnermengen. So. Jetzt bitte D einnehmen. Ich bin hier gerade mit Kohle oben. Ja. Oh, wow, wow, wow. So, die haben wir gleich. Ich komm mal mit runter. Vielen Dank an Revelation für den Anti-Tank-Support. Das ist hier nämlich auch das A und O. Oh shit. So ein Versorgungssoldat oben. Ja, von links. Ja. Okay. Hinter euch. Warte, wer ist down? Ich lieg bei der Brücke. Hab dich. Danke. Kein Problem. Oh, ihr habt mich gerätzt. So, du in dieses Haus rein und dann rüber. Achtung, Vorsicht! Von C-Brücke. Oh, Tatsache. Ja. Shit. Oh, fuck. Ja, mich auch, der hat das Haus zum Einstürzen gebracht und hat mich durch Trümmer getötet. Ja, das Haus ist über meine Leiche zusammengebrochen. Ah. So. Okay, wir sollten uns vielleicht echt eh auch zurückholen als allernächstes. Weil, wenn, solange die da sind, haben die halt, sind die halt im Kinderspiel bei D. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht schon im Rücken fallen von A und B. Ja, aber ich finde eh gerade wichtiger. Ja gut, stimmt. Ich renne euch einfach mal hinterher. Ja, pass auf, hinter euch kommt einer. Okay, den sollten wir gleich haben. Für was rennen alle eigentlich noch? Rennt drauf, huft die da runter. Ja, muss man auch mal gemacht haben. Vorsicht, Gegner kommen da durch. Von rechts kommen sie. Hab schon. Fuck. Ah, da liegt einer. Oh. Da, hab ihn. Ich gebe euch mal Niederhaltungsfeuer, Jungs. Ah, sehr gut. Lass auf C gehen. Fuck! Ja, jemand hat ihn. Sehr gut. Panzer. C. Hexer Fritz hat ihn wiederbelebt. Oh, von hinten. Ja, den Gang weiterkommt. Ja gut, er ist schon da. Da kommen die. Das sind jede Menge. Hab's, zwei Stück. Revive wäre geil. Hat mich hat jemand. Vergast. Nein, setz doch die Gasmaske auf, du Affe. Schau, Scheiße. Hab dich, alles gut. Danke, danke. Macht dein Kreislauf aber lang nicht mehr mit. So, wie wir dich hier wieder beleben. Ich bin ein Kriegerlachenalin. Wen, den Prolo? Ja. Den hab ich auch gerade schon. Links auf dem Hügel liegt einer, zwei Stück. Oh fuck! Hellriegel. Wir are losing objective Duff. Ich seh rein gar nicht. Ah fuck, jetzt hat er mich endgültig.
Ah, wir haben es gleich geschafft, Jungs. Ja, mich hat eine Granate erwischt. 800. Ah, es lebt noch jemand von uns. Sehr gut. Ja, ich liege hier oben in dem Haus. Na gut, ich schau mal nach. Oder auch nicht. So, jetzt. Hellwegel Kill. Ich bräuchte einen Revive. Herr Baron, du bist 2 Meter weg von mir. Zurück. Ja, sehr gut. Achtung, Granate. Oh fuck, ich stehe. Was? Wie soll man sich konzentrieren, wenn vor dir Avocado wegfliegt? Alles gut, Baron habe ich. Sehr schön, da unten ist gleich einer. Healer. Shit. Boah, hier fliegen hoch. Ja, ja, aber das müssen wir jetzt durchhalten, ey. Wir müssen jetzt hier, solange wir die an dem Bottleneck gepinnt haben, ist alles gut. Ah, oh, shit. Du siehst beim, wenn einer stirbt, immer so ein Timer. Da kannst du dir ewig viel Zeit lassen beim, beim Reviven. Ah, fuck, überall, ey. Ja. Eieieiei. Ja, ich bin gerade auch wie eine, wie heißt die, Ragdoll durch die Gegend geflogen. Ja. Schön. Aber wir haben es gleich geschafft, 9 oder 19. Ich spawn mal auf B. Das verlieren wir nämlich gerade. Jo. Oh, ich komme mal hinter dir. Bin hinter dir. Sehr gut. Da ist irgendwo einer, der liegt bestimmt irgendwo im Busch hier. Down. Oh shit. Ah, jetzt haut einer rein gerade. Fuck, mich hat einer, da kommt einer. Ne, der geht. Kannst mich. Ah, er kommt! Ja, shit. Ah. Ja. Ich dachte, der geht. Ja, ich habe jetzt zwischen Waffe und Spritze und Waffe und Spritze die ganze Zeit hin und her gewechselt. Er ist weggerannt, deswegen dachte ich dir, das sage ich dir jetzt einfach mal, aber... Ja. Du hast gesagt, er rennt weg, dann bin ich auf die Spritze gegangen und hast gesagt, er kommt. Eh geht schon wieder los, Jungs. Ah, fick! Da liegt genau einer in der Ecke, ey. Die hängen da in der Ecke bei D, an dieser bekannten Ecke neben der Brücke. Eine Granate und die sind... Ich glaube, du kannst, das ist, glaube ich, safe. Nee, ist nicht safe, ist nicht safe. Versuch mal von oben ranzugehen. Naja, der Baron lebt noch. Ja. Hab auch noch einen revealed. Ja. Ah, und jetzt? Ja, jetzt bin ich, musste ich leider pflichtbewussterweise despawnen. So, jetzt haben wir gewonnen, Freunde. Ja, noch nicht. Doch. Und die mal einholen. 3 Tickets noch. 2 Tickets. Alter, das geht ja dann nach Sekunden. So. Und ui. Gewinnt. Sehr schön. Eine weitere Siegesrunde. Lass mal Ballroom Blitz als nächstes spielen. Was? Krieg im Ballsaal. Krieg im Ballsaal. Stimmt, ihr habt das ja auf Deutsch. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat mit dem Chaos Squad bei Battlefield 1, dann bitte lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls nicht, dann sind auch Kommentare immer gern gesehen. Lese ich alle durch, beantworte ich auch alle. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und auch vielen Dank an die zahlreichen Mitspieler.